Herzlichen Dank, lieber Herr Häuser, liebe Frau Gruner, liebe Bonnerinnen, liebe Bonner und vor allem wunderbar, dass auch so viele Kinder hier sind. Ganz wunderbar, dass wir heute gemeinsam die Eröffnung von dem 14. Bonner Ballonfestival zusammen begehen können. Ungefähr 35 Teams stehen bereit, um hier heute Abend in den Himmel zu starten. Wir werden auch ganz besondere Ballons heute Abend wieder sehen können, beispielsweise Babette, die vielleicht auch der ein oder die andere schon gesehen hat. Der berühmte Kater wird wahrscheinlich morgen hier aufsteigen und ich habe auch gelernt, dass wir den größten Ballon zu sehen bekommen, der jemals in Deutschland gebaut worden ist. Ein Ballon, der ein Volumen hat wie 15 Einfamilienhäuser, also wirklich ein richtiges Spektakel und auch ganz besondere Ballons, die uns hier erwarten. Ganz herzlich bedanken bei SkyTour zum 14. Mal und wirklich fest etabliert bei uns in Bonn in unserem Jahreskalender. Ich würde sagen, wenn ich mich hier auch so umschaue, es ist ein richtiges Festival. Es ist wirklich für alle was dabei. Morgen Nachmittag startet ein ganz tolles Familienfestival. Also auch für die, die nicht selber mit dem Ballon in die Luft steigen, gibt es richtig viel zu entdecken, insbesondere auch für die Kinder. Also ich habe in den letzten Jahren viel lernen können, beispielsweise auch, wie witterungsabhängig die Ballons sind. Also auch die Technik ist wirklich faszinierend. Also kommen Sie auch gerne morgen Nachmittag zum Familienfest vorbei. Ganz herzlichen Dank nochmal an Herrn Häuser, an Frau Gruner, an all die Teams, die extra angereist sind, sind auch viele aus dem Europäischen.